Das sind nur flüsternde Stimmen. Hier würde nie und nimmer ein Monster auftauchen. Und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Part von Let's Play Penumbra: The Black Black. Wir haben in der letzten Folge ganz knapp einem Monster entgangen. Ich habe anscheinend alles richtig gemacht, dass ich mich lang genug versteckt habe, bis es die Suche nach mir aufgegeben hat. Komme ich hier überhaupt weiter? It sure is locked tight. Okay. Und dann müssen wir sehen, wie hier... Geidekomm, ist ja was drin. A barrel from the smell of it, I'd say the grab inside is a drenched with gasoline. Damage of sorts. Muss ich damit was machen? Was ist das denn? Ich hab grad so eine Idee. Ist da draußen was? Hä? Wow, was ist das denn? Sind wir in einem Berg oder wie oder was? Ich hab grad so eine Idee, wenn wir... Das ist eine elektronische verschlossene Tür. Wenn wir die... Aber kommst du mal? Wenn wir... Warum bewegst du dich nicht? Ja, ich weiß, du magst die Tür, aber wir müssen weiter. Wenn ich die Sprenkelanlage ankriegen könnte, damit es einen Kurzschluss kriegt, dann könnte es vielleicht die Tür aufmachen, aber... Wofür sollte mir das hier helfen? Ich meine, ist das sowas wie Öl? Weil dann könnte ich vielleicht hier einen Funken rein und dann gibt's Feuer und dann... Badabim, badabum, ist die Tür offen oder was? Wir probieren einfach mal. Auf gut Glück. Okay, jetzt streamen wir dich gerade mal noch da runter, damit es die Anlage angeht. Ist schon locked. Also ich weiß nicht, wie ich es hinkriege, aber... Ganz ruhig, ganz ruhig. Das sind nur flüsternde Stimmen. Hier würde nie und nimmer ein Monster auftauchen. Oder? Alles, wir sind cool, okay, alles klar. Haben wir was im Kühlschrank? Oh, nochmal Ketchup. Die haben hier nur von Ketchup gelebt, ja, und jetzt haben sie eine Flasche weniger. Hier können wir nichts machen. Ach, da haben wir einen Speicherplatz. Natürlich, jetzt, wo ich im letzten Part einen gebraucht hätte. Ich merke den mir und dann werde ich am Ende nochmal hier speichern, um mal auch wieder richtig aufzuhören. There's something resuming about that feeling. Like I've got one less thing to worry about. Ja, weil ich jetzt den einen Part über jetzt bestanden habe, deshalb wahrscheinlich. Oh, was haben wir denn da? Minen. Minen wurden geöffnet. Irgendwelche Daten. Oh. Ja, mal sehen. No city found. Ach, wieder was zum Lesen. Gut, dann kann ich das ja irgendwie das Video füllen mit ein bisschen Story. My research has uncovered something fascinating. Time and time again, I warned overseer Frisk. I needed time to perform a full texture analysis before my translation could be considered complete. He went ahead with the excavation anyway, and now he's paid the price. This facility's security level is high, enough that no trace of it exists beyond the confines of these walls. Not even the archaic sentry caste have records of its location. In fact, the only link to this place in the outside world is a note I left behind many years ago. Das geht mir auf die Augen. However, since the virus was released over 1 year ago, no rescue attempts have been made. Not one person has tried to enter the facility just before the virus was released. I sent a message out to someone I could trust. I can only assume that my son, Philip, has received the note. Er meint uns. Oh. And done as I ask. No matter what happens down here, at least I can rest easy knowing no trace remains of this place. That's the secret. We stay buried here. I've learned over the years never to put too much weight on anyone's discovery, but the information I know hold is vital, not just to our survival, but to the future of our species.
first thing in the morning, I tend to call the volunteers to send out the infected area of the shelter. No one will come, but I shall ask all the same. I'll make a move for the library research station first, then it's all unknown variables. After that, I shall simply have to put my fate in this discovery. If I am wrong about this, I will barely make it through Resentia. Tut mir leid, das Wort weiß ich nicht. To think I left my family for this place, for this organization, which is more horrible, that I have sacrificed something so dear, or that I do not regret it for a second. Howard Lafresque, Chief Translator. I copied the contents of the note to my notebook. Unlock. Und da brauchen wir ein Passwort. Okay. Wir sollen also irgendwas am Computer da öffnen. Verstehe ich mal. Richtig. Und da haben wir noch eine Tür. Hallo. I won't open. No visible lock. A case is probably controlled elsewhere. Achso. Na toll, da geht's ja noch eine Tür weiter. It's jammed. Und wie soll ich da jetzt durch? Habe ich hier irgendwas vergessen? Eine Brechstange oder so? Eine Pfanne. Hau ich ihm eins mit der Pfanne drüber. Bam. Wenn das jetzt geklappt hat. Huh. Ne. Das öffnet sich hier nicht. Okay. Was haben wir denn da? Tasty Flakes. Yum, 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 yum. Ja, ich weiß, es ist zu, aber ich probiere es trotzdem. Habe ich hier irgendwas vergessen? Kann ich... Ach, die kann ich doch öffnen. Ah. Und was haben wir? Wir haben Teller. Haufenweise Teller und Müsli. Also über die Runden kommen wir hier sicher. Hier vielleicht... Irgendwas? Nee. Wie wir einfach so mal auf den Tisch springen. Das ist graziös. Batterien. Aber wir haben noch keine Taschenlampe. Hallo, da jemand? Da was... Da vielleicht was im Ofen? Nein. Nichts in der Röhre. Wir gucken ja nur in die Röhre. Und da haben wir auch nichts. Haben wir vielleicht was im Müll? Nee, wir haben Müll im Mülleimer, ja. Ja, und sonst irgendwas? Nee, nichts drin. Und das hier könnte auch mal wieder sauber gemacht werden. Ach, was haben wir denn da? A strange artifact. Was ist das denn? I'm not sure what this is, some kind of weird statue. It almost looks like a collector's item. Also, irgendwas für Achievements oder wie oder was. Okay, hier mal weiter. Tasty Flakes, yum yum yum. Aber keine Milch zur Verfügung. Können wir Schubladen öffnen? Haben wir vielleicht was in den Schubladen? Ja, da nix. Und hier haben wir weitere Batterien für die. Aha! Alright, jetzt haben wir. Wie geht das jetzt? Ich kann das da oben Sachen hinlegen. Aber ich mach's lieber so. So wie in Amnesia auf F. Hallo, Monster. Jetzt habe ich eine Taschenlampe. Ich werde euch heimleuchten. Ja, ja, passt nur auf. Okay, wie komme ich hier jetzt weiter? Ist hier was darunter? Irgendwas? Nein, nur wo? Er jammt. Oh ja, das muss ich bescheiden. Ach, und das hier... 94% Flashlight Power. Painkillers. Also das ist unser Laudanum der modernen Welt. Also. Notebook. Na toll, die einfach. Ich vermute, diese Rätsel, die ich jetzt bestanden habe, waren die total schwierigen, aber das Leichte, was ich jetzt hier habe, da komme ich nicht durch. Yep. Habe ich da oben was vergessen? Nee, nix. Schalte ich dich mal wieder aus und speichere mal. Was redet ihr da, Leute? Ist das was? Das ist nur ein Buch. Und das ist ein Bleistift. Ja, ich steche euch das Auge aus, wenn ihr hier nicht aufpasst. Moment, kann ich das als Dietrich verwenden, oder wie? Das wär's ja jetzt. Wo ist er? Da ist er. Dam, dam, dam. Wobei, da ist ja kein sichtbares Schloss. Aha. Dam, dam, dam. It jammed. Nee. Was soll ich machen? Soll ich die Sodosa wiederverwenden?
How's it going to work? I don't know. Habe ich da drüben im anderen Raum noch was vergessen? Also das ist jetzt wieder heiteres Raten, was ich hier machen muss. Muss ich da vielleicht weiter? Muss ich da das vielleicht das Fass drauf schieben, damit es einkracht? Aber dann komme ich doch nicht weiter. Naja, probieren schadet nicht. Warum drehst du dich nach rechts, mein kleines Fass? Okay, hallo. Passiert was? Nö, es passiert nichts. Muss ich was draufschmeißen, damit es kaputt geht? Oder. Ach, da haben wir ja Batterien übersehen. Doch, weg da, du Karton. Ich will an meine Batterien. Denn jetzt habe ich einen Nutzen für sie. Okay, na gut. Dann, wenn wir nichts Besseres zu tun haben, dann haben wir hier Milch. Ja, gut. Und halli hopp. Gehen wir mal in die Küche und machen mal ein schönes Frühstück. Das reinigt die Nerven. Den Geist, nehmen wir uns einen Teller. Da haben wir einen Teller. So, nehmen wir uns mal eine Packung. Tasty Flex, kommst du mal raus. So. So, dann haben wir noch hier die Milch. Die müssen wir aber richtig umdrehen, nicht, dass die ausläuft. So. Und dann brauchen wir noch einen Löffel. Naja, wir machen es mit dem Mund. Das sind also Dias, oder? Ich habe keinen Plan. Kein Plan, wie das jetzt klappen soll. Ein pleasant auto is coming out from the train. Ja, ich weiß, was du meinst, Kumpel. Da war ja auch nichts. Ich habe ein Artefakt gefunden, aber sonst ist ja auch nichts großartig passiert. Ah, so bin ich. Ich muss wahrscheinlich den gleichen Trick wieder anwenden, nur im anderen Raum. Wenn es das jetzt ist, dann speichere ich ab und dann feiere ich erstmal diesen Sieg. Okay. Weil das Wasser hat es ja wieder gelöscht. Okay, wenn ich dich nicht ziehen kann, dann schiebe ich dich halt. Okay. So. Ah, meine Liebe zu dir brennt Feuerio. A barrel from the smell of it, that's Isaac. Gasolin. Achso, Gasolin ist es. Geht es nicht nochmal oder ist es einfach nur zu nass? Es brennt nicht normal, oder? Nee, du brennst nicht nochmal. Das ist jetzt aber blöd. Dann habe ich keinen Plan, wie es hier klappen soll. Ich hätte es aber. Hat es hier vielleicht schon funktioniert und ich muss irgendwie was machen? I'm a fit as can be expected, okay. It jammed. Es ist zu, aber wo komme ich hier dann weiter? Moment, was sagt das hier nochmal? It won't open. No visible lock. Access is properly controlled elsewhere. Es wird woanders von kontrolliert. Also, so schwer es mir fällt, Leute. Moment, ich habe mir doch Notizen gemacht. Vielleicht hilft mir das. Howard's Research. Na gut. Dann probieren wir mal auf gut Glück. Doorlock. Unlock a Passwort. Brauchen wir ein. Mal sehen. Black. An der ist es so kurz. Philip. Brauchen wir Philip? Incorrect Password. Oder wie heißen wir nochmal? Das muss ich jetzt nachschauen. Der schwer ist ja, wenn es das jetzt ist. Notes. Howard's Research. Lafresque. Nö, das kann es nicht sein. Wo haben wir denn unseren Namen? Philipp. Ach, hinten ohne H. Okay, dann probieren wir nochmal. Dies hier zu. Okay. Philippe. Aber von hinten ohne Haar, natürlich. Philippe. Incorrect Password. Vielleicht Hudson. Hudson. Incorrect Password. Mir geht die Zeit weg. Was könnte ein Passwort sein? Virus. Incorrect Password. Monster. Nö.
Wife. Family. Family vielleicht. Nö, auch nicht. Ich muss irgendwoher, muss ich die Notiz bekommen. Die muss hier irgendwo drin stehen. Ein Wort. How, what? How und Art. So schreibt man den. Okay, dann probiere ich es nochmal. Aber wäre zu einfach, seinen Nachnamen zu verwenden, oder? Howard. Incorrect password. Okay. Ich probiere noch ein Passwort aus und dann... dann schaue ich mal. On one... irgendein Wort, was mir... Translator, Howard Lafresque. Das ist aber doch zu lang. Freske. Ist es das vielleicht? Das ist jetzt der letzte Versuch und dann stoppe ich hier. Freske. Incorrect password. Achso Leute, dann muss ich hier den Part leider beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wow, ich kann mich ja schon wieder... Ich kann mich ja auch umsehen. Und dann schaue ich mal, ob... Ich schaue mir mal den Aufnahmen an, ob ich aufs Passwort komme. Bis dahin sage ich... 93 Jovo. I love to entertain you. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Penumbra. Black. 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 Oder wie spricht man das? Naja, egal. Tschüss und goodbye.